Luftbildaufnahme mit Drohne. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Event aus der Vogelperspektive. Schnell und effizient, professionell und preiswert. Fliegenderkameramann.de. Es ist eine Landmarke der Stadt. Das Justizzentrum am Ostring ist auch eines der bekanntesten Gebäude in Bochum. In jedem Monat des Kalenders kommen hier wohl mehr Menschen von außerhalb hin als zu den Spielen des VfL Bochum. Allerdings ist es keine touristische Attraktion, sondern ein Symbol von Recht und Ordnung, von Rechtsstaat und Rechtsprechung. Ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Und dabei sieht es noch sehr gut aus. Brauner Muschelkalk an der repräsentativen Fassade, die Einbindung der alten Ansicht des Gymnasiums am Ostring und dahinter moderne Architektur auf 43.000 Quadratmetern. Im Jahr 2017 wurde das Gebäude bezogen. Seitdem wird hier Recht gesprochen. Aber einfach mal so reingehen, das geht nicht. Jedenfalls nur bis zu den Sicherheitsschleusen im Eingangsbereich. Da empfängt uns Oliver Hoffmann, der Direktor des Bochumer Amtsgerichtes. Wir sind eigentlich eine öffentliche Angelegenheit, Justiz, aber aus Sicherheitsgründen müssen wir uns ganz schön sichern. Und das sieht man da. Unsere Schleusen, jeder wird durchsucht, ganz ähnlich wie am Flughafen. Die Situation, die kennen die meisten Leute. Und wenn man dann das Gebäude betritt, landet man hier in unserem Foyer. Und dieses Foyer ist sozusagen das Prunkstück. Hier befinden sich sämtliche Sitzungssäle, insgesamt 41 Stück. Und die werden von den drei hier angesiedelten Gerichten gemeinsam genutzt. Das Landgericht, das Amtsgericht und das Arbeitsgericht. Und zusätzlich sind ja hier im Justizzentrum Bochum noch die Staatsanwaltschaft und der sogenannte ambulante soziale Dienst untergebracht, früher Bewährungshilfe genannt. Darf man hier von einem freundlichen Empfang sprechen? Es herrscht jedenfalls keine gedrückte Stimmung, wie bei alten Gerichtsgebäuden aus der Kaiserzeit, wo Justitia noch vom hohen Sockel grüßt. Ein Rundgang durch das Haus und durch Bereiche, die sonst nicht für jedermann geöffnet sind. Und der beginnt mit Zahlen, die belegen, was hier so eigentlich Tag für Tag alles los ist. Ja, wir haben hier bis zu 1500 Menschen an Publikum jeden Tag, die hier rein und raus gehen. Das sind Zeugen, Parteien, Antragsteller, gerade beim Amtsgericht. Wir haben etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss organisiert sein, will organisiert sein. Eine eingeworfene Frage des juristisch Unbedarften. Wem gehört das eigentlich alles hier? Das gehört dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, sprich dem Land, also dem Steuerzahler. Hausherr hier ist der Präsident des Landgerichts, Herr Muß. Ein Blick hinaus in den beachtlichen Innenhof. Hier gibt es also auch keine Büros nach hinten raus, sondern überall nur Zimmer mit Aussicht. Ein paar Glückliche dürfen auch einmal die Augen schließen und einen Hauch von Hopfen und Malz erahnen. Der direkte Nachbar, die Fiegebrauerei, lässt grüßen. Von hellem Tageslicht geht es hinunter in den Kerker. Was natürlich jetzt Quatsch ist, aber es gibt einen richtigen Vollzugsbereich, in dem die Untersuchungshäftlinge aufbewahrt werden, bevor es dann zum Prozess geht. Wir sind hier im sogenannten Vorführgewahrsam. Hier befinden sich 25 Zellen, wo Gefangene eingeliefert werden morgens und am Abend wieder abgeholt werden. Das sind insbesondere solche, die hier Verhandlungen haben, aber auch zum Beispiel Zeugen, die inhaftiert sind. Die müssen ja sicher aufbewahrt werden während ihres Aufenthalts hier. Und dafür ist dieser Bereich hier da. Wir gehen den Weg des Angeklagten und stellen erst einmal fest, er ist lang. Das war sicherlich keine Absicht, um einzuschüchtern, aber es wirkt. Selbst auf engem Raum gilt höchste Sicherheit. Im Aufzug trennt eine Sicherheitsscheibe Häftling und Beamten. Dann der Eintritt in den Gerichtssaal. Gut 130 Richter arbeiten hier am Land-, Amts- und Arbeitsgericht. Und wenn die Presse über ihre Arbeit berichtet, geht es meist um einen sehr speziellen Bereich. Also in Strafsachen zum Beispiel sind wir sehr geprägt davon, dass die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität hier angesiedelt ist. Dadurch haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf Wirtschaftsstrafsachen, die hier sehr häufig und ja auch mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit verhandelt werden. Ein Blick in den großen Schwurgerichtssaal, wo gerade eine Verhandlungspause ist. Die Roben locker über den Stuhl gehängt, die Strafgesetzbücher griffbereit auf dem Tisch. Es ist nicht immer nur romantisch, hier zu arbeiten. Und es ist nicht immer leicht, Recht zu sprechen. Denn es geht am Ende nicht nur um Paragraphen, sondern vor allem um Menschen. Ja, das haben wir ja alle nicht gelernt. Wir haben Jura studiert und dann wird man in so eine kommunikativ schwierige Situation reingeworfen. Das muss man lernen. Das kann ganz schön
aufreibend und ganz schön belastend sein, gerade in den ersten paar Jahren. Es ist also ein sehr emotionales Gebäude, das neue Justizzentrum in Bochum, egal auf welcher Seite man steht.